Die bayerische Wirtschaftsministerin höchstpersönlich ist nach Bayreuth gekommen, um für die neue Initiative ihres Ministeriums zu werben. 3 Millionen Euro sollen in den kommenden 3 Jahren nach Oberfranken fließen, um die regionale Wirtschaftskraft zu stärken. Wir haben hier eine große Kompetenzdichte in verschiedenen Bereichen, von Keramik über Automobilbau, von Medizintechnik über Polstermöbel. Wir haben also viele, viele Branchen, die können sich aber auch untereinander vernetzen, was schon mal gut ist, und ihr Wissen auch vielleicht austauschen. Und das Zweite natürlich die Hochschullandschaft in Oberfranken. Und diese PS, die wir schon haben, auf die Strecke zu bringen und weiterzuentwickeln, zu innovieren, wie es so schön heißt, und dann Produkte zu entwickeln, dazu will Bayern Innovativ einen Beitrag leisten mit dieser Modellregion. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollen von der Modellregion Oberfranken profitieren. Schnell, individuell und unbürokratisch. Dabei baut das Programm auf bereits bestehende Initiativen des Wirtschaftsministeriums auf. Hilfe suchen kann sich an uns jeder wenden, jeder Unternehmer, der sagt, ich möchte Innovationen nach vorne bringen, ich habe eine Idee oder ich brauche Unterstützung in den verschiedensten Bereichen. Das kann von der technologischen Unterstützung sein, das kann aber auch eine Unterstützung im Bereich Marktforschung, Marketing, Pricing und so weiter sein. Bindeglied und Multiplikatoren für das Projekt sind die oberfränkischen Kammern. Wir müssen als Kammern vor Ort zu den Unternehmen kommen, mit den Wirtschaftsförderern, mit den Gebietskörperschaften und werben dafür und sagen, da gibt es endlich mal was, das ist ganz einfach. Programme gibt es ja viele und man kriegt dann irgendwann über Anträge schreiben, verliert man die Lust. Das ist einfach, mache Grobskizze und du wirst unterstützt und wir bringen gemeinsam Oberfranken noch mehr voran als bisher. An innovativen und kreativen Unternehmen mangelt es nicht in Oberfranken. Jetzt werden die Geistesblitze Made in Oberfranken mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums über die Grenzen hinausgetragen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.